Wald, dort fühle ich mich geborgen, dort fühle ich mich wohl. Wenn ich spazieren gehe, dann bin ich meistens am Wochenende unterwegs. Und dann sehe ich eigentlich nur Bäume darin, dann sehe ich Natur, dann sehe ich das, was eigentlich Bäume ausmacht. Wochentags, dann muss ich die Bäume unter einem anderen Aspekt sehen, und zwar unter dem Aspekt des Werkstoffs. Dort sehe ich dann Stabilität, Wachstum, Höhe, einfach den Werkstoff, der Holz zu dem macht, was es eben ist, was kein anderer Werkstoff, den es auf dieser Welt gibt, bringen kann. Der Südtiroler hat Holz sehr gut im Griff. Daraus kommt auch unsere Tradition. Wir haben hier den Werkstoff beherrschen gelernt. Ende der 50er Jahre haben meine Onkel und mein Vater gemeinsam angefangen, Holzblockhäuser zu bauen. Und dann ist das ganze Unternehmen so langsam sukzessive gewachsen. Holz gibt Behaglichkeit, Holz atmet, Holz reguliert nicht nur unseren Gefühlszustand, weil wir es berühren können, weil es ganz ein anderes Gefühl ist, wenn wir es anfassen, sondern auch das ganze Raumklima